Und hallo YouTube und willkommen zu Folge 17 von Mittelerde Lore. Und in dieser Folge geht es um Gondolin, die verborgene Stadt der Elben. Um das Jahr 50 des ersten Zeitalters lebte der Elbenfürst Turgon, Sohn von Fingolfin, in seiner Stadt Vinyama in Nevrast an der Westküste von Beleriand, als ihm Ulmo, der Herr des Meeres und des Wassers, erschien. Der Valar offenbarte Turgon den Weg in das versteckte Tal Tumladen, wo er den Hügel Amon Gwareth fand. Dort sollte er eine neue Stadt errichten, nach dem Vorbild von Tirion, der weißen Stadt der Elben in Aman. Bei seiner Rückkehr verriet Turgon allerdings keinem anderen Fürsten von Beleriand von seiner Entdeckung oder seinen Plänen. Stattdessen ließ er den Bau von Gondolin im Geheimen beginnen. So dauerte es auch 52 lange Jahre, bis auf dem Amon Gwareth unter strengster Geheimhaltung eine Stadt entstanden war, von der niemand, weder Freund noch Feind, wusste. Turgon selbst nannte die Stadt nun Ondolinde, Fels der Wassermusik, wegen der vielen Quellen, die dort entsprangen. Doch in der Sprache der Elben wurde der Name schließlich zu Gondolin, der verborgene Fels. Und nun machten sich Turgon und sein Gefolge auf, um die neuen Hallen in Gondolin zu beziehen. Und erneut erschien ihm Ulmo und sprach zu ihm. Er würde seine Kraft in Tumladen wirken lassen und in allen Gewässern dort, sodass niemand Turgons Weg folgen und Gondolin finden könnte. So sollte Gondolin vor Morgoth und seinen Truppen in Sicherheit sein. Zugleich aber warnte er Turgon. Auch wenn sein Reich lange Zeit sicher sein würde, sollte er sich nicht zu sehr darauf verlassen. Denn die wahre Rettung der Elben würde von Westen herkommen. Und selbst die Macht von Ulmo würde ihn nicht vor dem Schicksal selbst bewahren können. Doch wenn Gondolin in Gefahr war, so würde einer aus Nevrast kommen und Turgon warnen. Mit diesem Versprechen und dieser Warnung von Ulmo zog Turgon mit seinem Gefolge in Gondolin ein. Fortan wurden die Elben von Gondolin die Gondolinderim genannt und sie arbeiteten weiterhin fleißig an ihrer geheimen Stadt, bis diese ihrer Vision von Tirion im Land der Valar entsprach und Gondolin eine gewaltige Stadt aus weißem Stein war, die in der Sonne erstrahlte und über der Turm des Königs stolz thronte. Selbst die von Melkor und Ungoliant zerstörten Bäume bildete Turgon nach, indem er Glingal und Belthil erschuf. Zwei Bäume, der eine aus Gold, der andere aus Silber. Auch wenn diese natürlich nicht wirklich an die Pracht von Laurelin und Telperion heranreichen konnten. Die Gondolindrim, die die bald blühende Stadt bevölkerten, teilten sich nun in 12 große Häuser auf. Das erste war das Haus des Königs, das von Turgon selbst. Zu diesem gehörten auch Idril Celebrindal, Turgons Tochter, und Arethel, seine Schwester. Das Haus des Maulwurfs sollte dann noch später von Maeglin, dem Sohn von Arethel, angeführt werden. Das Haus des Flügels wurde nun von Tuor angeführt, der ein Mensch aus dem Haus Hador war und Bruder von Hurin. Das Haus der goldenen Blume wurde dann von Glorfindel, einem der größten Helden der Elben, angeführt. Und das Haus der Quelle von Ectelion, der später Gothmog, den Fürsten der Balrogs, besiegen sollte. Das Haus des Hammers des Zorns wurde dann von Rog angeführt, der der stärkste aller Noldor gewesen sein soll. Weiterhin gab es dann noch das Haus der Schwalbe, geführt von Duilin, das Haus des himmlischen Bogens unter Egalmoth, das Haus der Säulen und das Haus des Turms aus Schnee, die beide von Penlot geführt wurden, das Haus der Harfe unter Salgant und das Haus des Baumes unter Galdor. Dies waren die 12 großen Häuser und ihre Fürsten, und für 200 Jahre lebten sie in Wohlstand und Frieden. Denn tatsächlich konnte durch Ulmos Macht niemand den Weg nach Gondolin finden. Und die Berge um die Stadt herum waren die Heimat der mächtigen Adler,
die jeden übrigen Feind abschreckten. Doch nicht alle lebten gerne in der Weißen Stadt. Arethel, die Schwester des Königs, wollte nach 200 langen Jahren, die sie nur in Gondolin zugebracht hatte, die Stadt wieder verlassen und durch Beleriand reisen, die anderen Elben dort und die Wälder und Wiesen wiedersehen. Turgon wollte sie davon abhalten, doch sie setzte sich letzten Endes durch und verschwand aus der Stadt. Erst 20 Jahre später kehrte Arethel zurück und bei ihr war nun ihr Sohn Maeglin, den sie mit Eol, dem Dunkelelben von Nan Elmoth, gezeugt hatte. Maeglin nahm Turgon als seinen neuen Fürsten an, doch Eol, der den beiden nach Gondolin gefolgt war, weigerte sich, Turgons Autorität anzuerkennen. Wütend darüber, dass Arethel mit ihrem Sohn wieder nach Gondolin gegangen war, versuchte Eol Maeglin schließlich zu töten. Doch stattdessen fand Arethel durch seine Hand den Tod. Und Eol wurde dafür von der Stadtmauer geworfen. So wurde Maeglin, begleitet von einer Tragödie, Teil von Gondolin und erlangte schließlich den Titel des Herrn des Hauses des Maulwurfs. Und für weitere 100 Jahre kehrte Frieden in Gondolin ein. Dann aber brach Morgoth in der Dagor Bragolach die Belagerung der Elben und viele Noldor und Menschen starben in der Schlacht. Zu den Überlebenden aber gehörten Hurin und Huor, die der Adler Thorondor nach Gondolin brachte, wo sie von Turgon widerstrebend aufgenommen wurden. Sie waren nach Eol und Maeglin die ersten Außenseiter, die Gondolin betraten. Und anders als Eol lebten diese drei weiterhin. Und schon hier begann das Ende der versteckten Stadt. Nun, da Morgoths Macht mehr und mehr wuchs und Beleriand zu fallen drohte, fand Turgon einen neuen Plan, um die Elben zu retten. Anstatt sich nur zu verstecken, schickte er nun auch Boten nach Westen über das Meer, um die Valar zu suchen und sie um Vergebung und Hilfe zu bitten. Doch kein Bote war jemals erfolgreich und viele kehrten nie wieder von der See zurück. Doch es war keine schlechte Strategie, die Turgon verfolgte. Und in Gondolin befand sich auch schon bald der Held, der die Valar tatsächlich erreichen sollte. Eärendil, der Sohn von Tuor und Idril, wurde im Jahr 503 in Gondolin geboren. Aber noch bevor Eärendil geboren wurde, entschied sich Turgon, doch endlich in das Geschehen von Beleriand einzugreifen. Mit einer großen Armee zog er aus, um sich dem Bund von Maedhros anzuschließen und endlich gegen Morgoth zu kämpfen. Diese Schlacht aber war die Nirnaeth Arnoediat und die Elben und Menschen wurden verraten und vernichtend geschlagen. Nur knapp konnte sich Turgon wieder nach Gondolin zurückziehen. Und nachdem dann auch noch Nagothrond im Jahr 495 zerstört wurde, war Gondolin die letzte große Stadt der Noldor, einmal von Gilgalads Rückzugsort auf Balar abgesehen. Daher verwendete Morgoth bald alle Kraft darauf, die verborgene Stadt endlich zu finden. Und in der Schlacht der ungezählten Tränen war ihm auch schon Hurin in die Hände gefallen. Und dieser wusste, wo Gondolin lag. Und nachdem Morgoth ihn lange gefoltert hatte und ihn mit ansehen ließ, wie seine Familie, seine Kinder zu Tode kamen, ließ Morgoth Hurin einfach gehen. Und gebrochen wie er war, irrte er einfach Richtung Gondolin, in der Hoffnung, einer der Adler würde ihn retten und dorthin bringen. Doch Turgon ließ Hurins Rückkehr nicht zu. Dennoch aber hatte Morgoth durch Hurin erfahren, wo in etwa Gondolin lag. Und nun galt es nur noch, einen Weg zur Stadt für seine Legionen zu finden. Und Morgoth schickte unzählige Späher aus. Ulmo unterdessen versuchte Turgon ein letztes Mal beizustehen und warnte ihn durch Tuor davor, dass das Ende von Gondolin gekommen war. Und er riet ihm, die Stadt aufzugeben, zu fliehen und seine Untertanen in Sicherheit zu bringen.
Doch Turgon, aus Stolz und Liebe zu seiner weißen Stadt, weigerte sich zu gehen. Und während Tuor und Idril sich verliebten und Eärendil zur Welt kam, nahm der Fall von Gondolin seinen Lauf. Und es war Maeglin, der das Ende besiegeln sollte. Als Schmied, ein Handwerk, das er von Eol gelernt hatte, zog Maeglin oft vor die Stadt in die Berge, um nach Erz zu suchen, selbst gegen den ausdrücklichen Befehl von Turgon. Und so kam es, dass Maeglin von den Spionen von Morgoth gefunden und gefangen genommen wurde. Er wurde vor den dunklen Fürsten gebracht und von Morgoth gefoltert. Und schließlich brach Maeglin. Er gab den geheimen Weg nach Gondolin preis und verriet Turgon und die gesamte Stadt. Für das Versprechen, dass er über Gondolin herrschen dürfte und Idril seine Frau sein würde. Nun ließ Morgoth Maeglin sogar nach Gondolin zurückkehren, wo dieser aber seine alten Freunde und Verbündeten nicht vor dem kommenden Unheil warnte und so den Verrat an diesen vervollständigte. Nur Idril erkannte, dass Maeglin sich anders verhielt, und so schlug sie besorgt Tuor vor, einen Fluchttunnel aus der Stadt zu bauen. Und dies geschah gerade noch rechtzeitig. Morgoths Armeen waren auf dem Weg, und geführt wurden sie von Gothmog, dem Fürsten der Balrogs, und mit ihm kamen die Feuerschlangen, unter diesen auch die gewaltige Feuerschlange von Gondolin. Eine heftige und blutige Schlacht begann, und während die Gondolindrim verzweifelt kämpften, weigerte sich Turgon noch immer, Gondolin aufzugeben. Bald schon wurden aber die Tore der Stadt und ihre hohen weißen Mauern durchbrochen, und das Feuer der Drachen und die Macht der Balrogs verwüstete die Stadt. Maeglin versuchte währenddessen, Idril zu entführen und Eärendil zu töten. Doch Tuor rettete die beiden gerade noch rechtzeitig und warf Maeglin von der Festungsmauer in die Feuer der brennenden Stadt. Dort kämpfen die Elben weiterhin tapfer. Rock versuchte die Orks und Balrogs nach dem Fall des Tores aufzuhalten und inspirierte seine Mitstreiter mit Wort und Tat. Und er besiegte so viele Feinde, dass die Heerscharen von Morgoth in Staunen und Furcht versetzt wurden. Bis zum letzten Mann hielt das Haus des Hammers des Zorns stand. Und sie alle, auch Rock, fanden an jenem Tag den Tod in der Schlacht. Ectelion vom Haus der Quelle stellte sich Gothmog und besiegte den Fürsten der Balrogs, wofür er aber selbst mit dem Leben bezahlte. Einer nach dem anderen fielen nun die großen Fürsten der Häuser von Gondolin. Die Stadt war verloren. Verzweifelt versuchten Tuor und Glorfindel, so viele Überlebende wie möglich zu retten. Auf der Flucht durch die Berge wurden sie aber von einem Balrog angegriffen. Und Glorfindel opferte sich, um das Biest zu bezwingen. Und beide stürzten in den Abgrund, damit die wenigen verbliebenen Gondolindrim fliehen konnten. Und während ihre geliebte weiße Stadt, die letzte große Festung der Elben von Beleriand, hinter ihnen in Flammen unterging, suchten sie Zuflucht an der Mündung des Sirion. Unter ihnen auch Eärendil, der Halbelb, der die freien Völker letztlich vor Morgoths Macht retten würde. Bevor wir aber zum Ende dieses Videos kommen, noch ein kleiner Hinweis. Passend zum Thema dieser Folge wurde vor kurzem angekündigt, dass Christopher Tolkien noch in diesem Jahr den Fall von Gondolin als eigenes Buch veröffentlichen wird. Dabei handelt es sich auch um die originalen Schriften von Tolkien selbst, allerdings von seinem Sohn neu editiert und zusammengestellt. Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Folge von Mittelerde Lore. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage Tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal bei Mittelerde Lore.